In diesem Frühjahr sind wir ja in den Lockdown gegangen, in die Schließung der Geschäftsstelle, aber wir haben aktiv weitergearbeitet. Ein wesentlicher Impuls war, wir wollen als Stiftung schnell reagieren, um auch mit dieser Situation der Pandemie umzugehen. Wir haben im Frühjahr dieses Jahres ein Programm ausgeschrieben, Corona Crisis and Beyond, und gefragt, was kommt an Ideen aus der Wissenschaft, um zu hinterfragen Grundannahmen, die in einzelnen Disziplinen durch die Krise plötzlich in Frage gestellt werden, hinterfragt werden müssen, Grundannahmen zum Zusammenleben in der Gesellschaft. Die Resonanz auf die Ausschreibung war riesig. Wir haben rund 1100 Anträge bekommen, die wir jetzt bearbeiten müssen. Aber wir bieten auch noch mehr. Es ist klar, dass diese Pandemiesituation viele laufende Projekte ein Stück weit in Verzögerung bringt. Verträge müssen verlängert werden. Laborversuche können erst später stattfinden. Auch da wollen wir helfen und wollen dies möglichst unbürokratisch tun. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, mit den Kolleginnen und Kollegen hier in der Stiftung Kontakt aufzunehmen, um hier individuelle Lösungsmöglichkeiten zu finden. Und ein drittes: Wenn wir sagen, dass wir neue Fördermöglichkeiten eröffnen wollen, dann tun wir das auch in den derzeit laufenden Projekten. Wenn auch hier aufgrund der Pandemiesituation neue Ideen entstehen, bitte kontaktieren Sie uns, loten Sie aus, was wir hier an Fördermöglichkeiten eröffnen können. Jetzt im Sommer 2020 kehrt wieder ein Stück weit Normalität hier in die Geschäftsstelle der Volkswagen Stiftung ein. Woran erkennt man's? Vor wenigen Tagen ist das Kuratorium der Stiftung erstmals wieder in Person zusammengekommen. Das letzte Treffen war eines, wo wir im schriftlichen Abstimmungsverfahren die Beschlüsse getroffen haben. Wir haben eine Telefonkonferenz gemacht. Mit der ein oder anderen Person haben wir gezoomt. Jetzt sind wir wieder in Person zusammengekommen und das steht eigentlich für das Ganze. Wir sind mit der Hälfte der Belegschaft wieder hier in der Geschäftsstelle aktiv, aber auch in der Vergangenheit sind die Geschäfte weitergegangen. Das ist das Wichtige.